Die Berlin Recycling Volleys haben den Einzug ins Finale der Volleyball-Bundesliga perfekt gemacht. Der Titelverteidiger setzte sich dank eines 3:0, 26:24, 25:19, 25:23 gegen die Alpenvolleys Haiing in der Best-of-5-Serie mit 3:1 durch und hat nun die Chance auf den 10. Meistertitel der Vereinsgeschichte. In der Finalserie treffen die Berliner einmal mehr auf Rekordmeister VfB Friedrichshafen. Service die Playoffs der Volleyball-Bundesliga. Berlin mit den besseren Nerven. Nach einigen Schwierigkeiten zu Beginn des Spiels steigerte sich das Team von Trainer Cedric Ennert im Laufe des ersten Durchgangs. Die Partie in der Berliner Max-Schmeling-Halle blieb auch in der Folge umkämpft. In den entscheidenden Momenten behielt Berlin, das in den vergangenen 7 Jahren 6-mal die Meisterschaft gewonnen hatte, aber die Nerven. Im Finale wartet der Rekordmeister. Das erste Finalspiel der Serie steht am kommenden Samstag ab 17:30 Uhr live im TV auf Sport 1 in der ZF Arena in Friedrichshafen auf dem Programm. Der VfB hatte sich im Halbfinale souverän mit 3:0 gegen die SVG Lüneburg durchgesetzt. Bereits in den vergangenen 6 Jahren stießen Berlin und Friedrichshafen im Finale aufeinander. 5-mal wurden die Hauptstädter in diesem Zeitraum deutscher Meister. Let's block it's why.